Superschönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder beim Pokémon Character Battle und für immer gilt, für diejenigen, die den Teamaufbau nicht sehen wollen, für die ist ein Zeitstempel in der Beschreibung und da könnt ihr drauf gehen und dann kommt ihr direkt zum Kampf gegen Paul und ansonsten zeige ich euch nun hier mein Team, beziehungsweise erst einmal den Charakter, den ich habe und zwar habe ich Professor Kukui aus der Alola-Region, er ist wie gesagt der Professor und gleichzeitig auch derjenige, der einen testet oben an der Spitze, ob man denn der Champ sein kann. Ich bin nicht sicher, ob man ihn jetzt so als Champ dann bezeichnen kann oder nicht, aber ich sag jetzt einfach mal, ja, er ist Champ, keine Ahnung. Und zwar hat er folgende Pokémon: Wolverock Tag- und Nachtform, Magnezone, Alola Vonona, Relaxo, Waschakwil und dann halt je nachdem welches Starter-Pokémon man selber hat, hat er Silvaro, Primarene oder Fuegro. Und zwischen den dreien müsste ich mich dann von einem von denen entscheiden, weil ich kann nicht alle drei nehmen, weil er ja theoretisch immer nur eins hatte. Und ja, dann zeige ich euch nun, für was ich mich hier entschieden habe. Und zwar habe ich mich für Primarene entschieden tatsächlich, weil ich habe schon drei Kampfschwächen in meinem Team. Und würde ich dann noch Fuegro nehmen, was ziemlich gut ist, hätte ich vier. Und das wäre schon ziemlich viel. Und Primarene gleicht das Ganze ganz gut aus, weil es Typ Fee ist und Wasser auch. Und ich hätte zwar auch noch die letzte Form von Bautz nehmen können. Silvaro heißt die, glaube ich. War es Silvaro? Ich glaube, es war Silvaro. Aber dachte so, ja, nee, Typen passen mit Primarene besser und da habe ich dann sie genommen. Und ja, ich zeige euch einfach erstmal von Anfang an. Relaxo haben wir als erstes. Relaxo spiele ich als speziell und physischen Tank, also voll in Spezialdefensiv und HP. Aber ich spiele es halt mit dem Fluchset und den Überresten. Dass es sich die ganze Zeit heilen kann und wieder schlafen und wieder angreifen und wieder tanky machen und schlafen. Also das Übliche halt. Dann haben wir Primarene als Choiceback Sweeper mit, ist das die richtige Fähigkeit? Ja, dass die bei ein Drittel Leben Wasserattacken stärker sind. Hydropumpe als Step. Ich hätte auch Siedewasser nehmen können, aber ich habe mich diesmal für die Hydropumpe entschieden. Moonblast ebenfalls als Step, Psychokinese gegen Gift-Pokémon. Und Blizzard, weil wir eventuell ein bisschen Hagel haben und da dachte ich, ja komm, können wir den Blizzard doch mit reinnehmen. Voll auf Spezialangriff und Speed. Und ein bisschen Spezialdefensiv ist sie auch, also da kann man eventuell sie mal in so eine spezielle Attacke reinswappen, vielleicht eventuell. Dann haben wir Alola Vonona, die ist sehr wichtig für unser Team. Die hat nämlich erstmal den Hagel in ihrer versteckten Fähigkeit schon drin, den Lichtclaim, wodurch gewisse Schilde länger halten und Aurora Schleier. Das heißt, wenn wir Alola Vonona reinschicken und dann sofort Aurora-Schleier machen, haben wir für knapp 8 Runden verringerten Schaden, was sehr, sehr stark ist. Dann Freeze Dry, auch als Step und gegen Wasser-Pokémon, Moonblast als Step und Kraftreservefeuer als Coverage. Spezialangriff und Speed ist, denke ich, auch selbst erklären, sie ist ein Sweeper. Und sie soll ja halt auf jeden Fall den Aurora-Schleier rausbekommen, was sehr gut wäre. Dann haben wir Wolverock Tagform mit dem Fokusgurt und der Fähigkeit, dass es, wenn es geflincht wird, der Speed steigt. Die anderen Fähigkeiten waren eher so, ich spiele es als Lead mit der Gesteinattacke, die immer Prio ist. Dann Stealth Rock, Taunt und Zen Headbutt gegen die ganzen Kampf-Pokémon, vor denen ich ein bisschen Angst habe. Auf ATK und Speed, weil, ja, es soll halt definitiv mit den ganzen Attacken schon früh dran sein. Also mit der hier sowieso, aber mit den beiden, das wäre ganz gut. Und ATK, damit Zen Headbutt auch richtig schön reinknallt. Dann haben wir Magnezone mit der Assault Vest, habe ich auch noch nie so ausprobiert, bevor habe ich es immer mit den Specs gespielt, aber da ich die jetzt auf Primarene spiele, wollte ich mal was anderes ausprobieren. Dieses Mal mit der Analyse, damit, weil es ist definitiv langsam und dass es dann die Attacken ein bisschen stärker sind. Donnerblitz als Step, Lichtkanone Step, Volt Switch, Step und um auszuswitchen eventuell und Kraftreserve Feuer hier auch. Weil wir haben halt keinen anderen Feuer-Pokémon, deswegen dachte ich, Feuerattacken wären schon nicht übel. Voll auf Spezialangriff und HP, Speed hätte nicht so viel gebracht, weil es ist eh lahm und mit Analyse soll es ja sowieso ein bisschen langsamer angreifen. Und als letztes haben wir Waschakwil, unseren physischen Sweeper mit dem Wahlschall und rohe Gewalt müsste das sein. Spielen wir erstmal mit dem Sturzflug als Step. Superpower, einfach als Coverage, um reinzuknallen. Steinhagel, ganz cool, das wird sogar verstärkt noch durch die Sheer Force als einzige Attacke. Aber ist trotzdem cool, weil das ist eine sehr, sehr nice Coverage. Und Kehrtwende, um auszutauschen. ATK und Speed ist, denke ich, auch selbsterklärend für den Sweeper. Ja, und dann wollen wir doch gleich mal sehen, wie wir das gegen Paul schaffen können. Ich hoffe, ich kann leicht aufholen. Ich muss jetzt ein bisschen mehr gewinnen, um aufzuholen, aber ich hoffe einfach mal, ich fahre jetzt nicht noch weiter zurück. Und dann werden wir jetzt Pauls Kampf akzeptieren. Anfrage. Willkommen zu einem neuen Character Battle.
Character! Fuck! Oh mein Gott, ist das laut! Warte, Moment! Toll. Moment. Och nein, ich habe keine Lust auf Relaxo. Und Primarene auch noch. Das ist so. Ärgerlich. Ich hatte die Auswahl. Ne, sag ich gleich. Okay, du bist. Hallo, da Winona. Du bist die aus der 4. Gen Sylvana. Ja. Schakwe. Aber warum hast du denn Startermon? Wer bist du denn? Ich hatte die Auswahl zwischen ein von drei Rivale? Startern. Bist du ein Rivale? Nein, kein Rivale, nein. Du bist kein Rivale. Du bist Professor Kukui. Genau. Geil. Und ich hatte die cool. Auswahl zwischen den drei Startern, aber Fuego wollte ich nicht nehmen, weil ich sonst eine vierfach Kampfschwäche hätte. Aber hätte ich jetzt, wenn ich jetzt dein Team sehe, hätte ich doch gern Fuego genommen. Ja, ich bin ganz glücklich, dass du dich für Primarene entschieden hast. Ja gut, das ist natürlich aber unlucky. Ist das nervig. Ich habe zwei Pflanzenschwächen, Mon. Wie machen wir das denn jetzt? Aber ich habe einen Flug und ein Eis, also es leichtet sich ein bisschen aus. Ja, es ist nicht ganz so schlimm, wie es hätte sein können für Pflanzen-Pokémon. Ja, hast du noch einigermaßen Glück. Oh, Monopflanze ist so schlimm manchmal. Ja, aber so Monopflanze geht's. Hat so viele Schwächen. Vor allem, du hast nur Boden, Gift, Kampf, Flug. Ja, doch. Immerhin. Rosenwasser. Los, Greed. Yeah. Greed. Du bist Isaac-Typis. Auch. Ja. Auch. Okay. Aber ich meinte eher die 7 Todsünden aus Fullmetal Alchemist. Ach so, na gut. Slav ist nicht dabei, ich habe nur 6 Slots. Noch also nein. Torrentier, keine Giftspitzen. Oder ich gesagt. Nudelsalat. Das heißt immer Nudelsalat. Nudelsalat ist ein super Name. Tja, was hat Nudelsalat denn jetzt vor? Achso, ich bin in der Musik drin so voll. Achso, ich auch. Okay, komm, ich zeig mir, was du kannst. Wir probieren einfach mal. Das ist eine gute Frage. Ich will jetzt mal taunten. Oh, warum tauntest du schon wieder? Das ist doch nicht. Da wollte er wieder den Leech-Seed rausholen. Dass du einfach so dreist drin bleibst, ne? Er ist halt Greed, ne? Deswegen bleibt er drin. Ah, stimmt. Hätte ich mir eigentlich schon denken müssen. Das ist ja witzig, wenn du jedes Pokémon genauso spielst wie seine. Also bei manchen funktioniert es wahrscheinlich nicht, aber. Okay, das könnte ich ausprobieren. Das heißt, Raph geht dann voll rein die ganze Zeit, oder was? Zum Beispiel. Das ist natürlich auch interessant. Ah, was mache ich jetzt? Ich denke. Das Ding hat. Ich weiß gerade nicht, hat das Ding viel Verteidigung oder Spezialverteidigung? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Natürlich weißt du das. Mir. Natürlich weiß ich das. Ich habe gerade das Team gebaut. Vor 10 Minuten. Okay, Pride! Zeig uns deinen Stolz. Oh, kein nicht mal ein Light Clay. Das ist aber nicht so nett von dir. Das Problem ist, es hat ja schon gewirkt, der Light Clay. Ach echt? Ja klar, weil du doch. Ach nee, stimmt. Light Clay ist ja für den Aurora-Flyer. Ja, deswegen. Stimmt ja. Na dann ist ja gar nicht so schlimm. Ja, ist natürlich ärgerlich, aber immer ein Nachtabschlag ist nicht so viel Schaden. Und der Lola Volnona wird trotzdem gefährlich für dich, hoffentlich. Das wird richtig gefährlich. Ich hatte halt kein Pokémon, was ich reinnehmen konnte für Anti-Eis. Das war echt blöd. Was hat's noch zur Auswahl? Nur noch Monopflanzen, außer Papunga und Kikugi, ne? Kikinoso. Aber das ist auch wieder Monopflanze. Ja. Naja, war schon schwierig, sagen wir so. Sylvana gegen Kukui. Irgendwie witzig, die beiden. Hat was. Ja, was macht denn das der Nudelsalat jetzt? Ich weiß nicht. Ich mach jetzt meinen Schleier raus. Und der Torrent ist weg. Ach, ist das blöd. Freeze Dry! Das ist viel das Damage. Schon viel. Ja, Toxin, okay. Aber der Hagekill ist. Stimmt, scheiße. Nett. Daran habe ich nicht gedacht. Dass der Hagel ja noch kommt. Ja. Der Hagel hagelt in deinen Nudelsalat. Es ist mein Nudelsalat gehagelt. Warum sind da Hagelkörner in meinem Nudelsalat? Oh, tut mir leid, ich bringe sofort einen neuen. Blitzkopf, auf geht's. Okay. Okay, dann machen wir mal das hier. Oh, das ist schneller. Ja. Als das hat das ein.
Setten-Dingens. Ein Walschal? Vielleicht. Vielleicht ist ihm auch nur kalt und er trägt einen ganz normalen Schal. Immerhin hagelt. Aber Steinhagel auf Karpfels, okay. Das muss doch ein Walschal haben. Mit Full Init Investment kommst du sonst niemals über Pride rüber. Na dann. Oh ja, nee. Also du hast... Los, rechne. Ja, nee, 262 ist das höchste bei dir. Ja. Ja, deswegen. Ja. Poison hier hat er nicht, das heißt, du wirst Techniker haben. Das heißt, du gehst auf die ganzen Sachen mit... Nee, auf jeden Fall diese ganze Scheiße. Genau, scheiße. Du hast es gut zusammengefasst. Ja, ich weiß, danke. So, jetzt zeig mir, was du gegen meinen Pilzkopf ausrichten willst. Rass! Er hat doch bestimmt auch einen Wahlschein, so wie du ihn reinschickst. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ach. Vielleicht schicke ich nur einfach rein, weil er vierfach effektiv ist. Ja, aber ich würde dich doch töten mit meinem Rocktomb. Vielleicht hat er auch einen Fokusgurt. Aber dann würde dich der Hagel töten. Weiß ja, nicht, aber dann würde ich noch angreifen. Pass mal, habe ich Aurora-Schleier noch draußen. Ja, das stimmt. Oh, so viele Sachen, die man bedenken muss. Tja. Pilzkopf. Ich weiß nur, dass ich ganz schön aufgeschmissen bin. Nicht unbedingt. Wir werden sehen. Ach, Mann. Nudelsalat. Nudelsalat has no energy left to battle. Oh nein, Nudelsalat. Keine Energie in meinem Salat. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ach ja. Los, Banana Phone. Oh ja. Ring, ring, ring. Twing. Tschüss. Brave Bird, tot. Ja, Brave Bird macht halt richtig Work gegen mich, ne? Ja. Du hast die alle einfach nach lustigen Sachen benannt, die mit Obst, Gemüse und Pflanzen zu tun haben. So ungefähr. Blattspiel. Okay. Ja, ich habe halt einfach irgendwas genommen. Immer irgendwas, was in ihnen, bei ihnen dran ist. Nudel, Pilz, ja gut, Banane, mir ist bei Rose. Professor der Champions nichts eingefallen. Ja, schwierig. Das Blattspiel. Was soll denn das Blattspiel jetzt gegen mich machen? Tja, was soll es machen? Ich kann eigentlich nichts machen. Keine Ahnung, vielleicht kannst du auch nichts machen. Nee. Sollst du es reinschicken? Dann zeig mal, was du hast. Von meinem Schleier ist immer noch draußen, das ist echt gut. Das ist richtig derbig alles. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und ja. One-Hit. Oh Gott. Was wolltest du denn einsetzen? Es war eher so ein Sack, weil ich dich auf... Ja, also ne Schleier weg und weniger so. Lebenspunkte. Oh Mann, du hast den Wahlschal. Ja, okay, ich hab den Wahlschal. Dann ist es RIP. Das ist definitiv RIP. Ich hab doch überlegt, ob ich Wahlschal drauf tue, aber dann dachte ich so, ja komm, Wahlschal, hau rein. Und es macht halt echt alles aus, holy shit. Tja. Das könnte jetzt echt schwer für sich werden. Ich habe jetzt schon verloren. Ich kann eigentlich aufgeben. Nein, weil ich gegen das Ding nichts machen kann. Ich habe nur ein Vergiftungs-, also nur eine Giftangriffsattacke. Echt? Also keine Pflanzenattacke? Nee. Und selbst die würde ja keinen Schaden machen, von daher. Das ist natürlich echt bitter jetzt. Ja, die Pflanzen mit ihrer Schwäche. Ja, Pflanzen ist natürlich in dem Format echt kacke, aber das, ich habe tatsächlich gedacht, dass, oh Gott, wie heißt das Pokémon auf Deutsch? Der Vogel? Waschak will überhaupt nichts reißen würde in meinem Team, weil ich ihn voll scheiße fand, dass er jetzt nicht so durchsweept, hätte ich nicht gedacht. Naja, mit Walschal, das war halt das Problem. Ja, Walschal, Pflanzen-Team. Da konnte ich nichts mehr machen. Das stimmt. Wenigstens hast du Recoil bekommen, ansonsten ja, sonst hättest du mich 5-0 besiegt. Das stimmt. Naja, naja, gut, okay, war mal ein schnellerer Kampf. Ich werde wahrscheinlich am Ende 10 Minuten dranhängen, damit man nicht weiß, wer gewinnt. Genau, Spoiler Alert und so. Genau. Ja gut, dann ziehen wir jetzt mal neue Charaktere. Und ich bin am Aufholen. Ah. Ja, noch einmal gewinnen und es ist wieder Gleichstand. Yes. Das muss ich verhindern. Dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.